mit der Endung JS für JavaScript. So, wenn ich das jetzt einfach mit einem Datei-Viewer öffne, in diesem Fall brauche ich hier unter dem Total-Commander nur F4 zu klicken, dann wird die angewählte Datei ganz einfach in einem Editor geöffnet, in diesem Fall eben WordPad bei mir. So, und da habe ich jetzt hier die Möglichkeit zu sehen, wie der sogenannte Quellcode aussieht. Das hatte ich auch eben schon auf der Webseite, diese Möglichkeit. Gehen wir nochmal gerade zurück. Hier, Light Blue, kann ich auch hier den Script Source. Hier ist also genau das Gleiche. So, wieder zurück hier. Da. So, aber trotzdem habe ich natürlich hier noch mehr Möglichkeiten, denn hier beginnt eigentlich das User-Script und das kann ich eben über dieses Interface nicht verändern. So könnte ich also zum Beispiel hier, wenn ich also einigermaßen Ahnung von der Materie habe, einfach hingehen und diese Farbe, das ist die Einstellung, die diesen Blauton erfolgt, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil da steht davor Background Color. So, das könnte ich jetzt einfach in den Code für Rot ändern. Das müsste dann eigentlich FF0000 sein, die Farbe komplett rot. Ja, für diejenigen, die es nicht verstehen, das ist ein bisschen, sage ich jetzt mal, fortgeschritten, das ist nicht so wichtig. Aber diese Farbkodierung arbeitet nach dem RGB-Code. Das heißt, die ersten zwei Stellen sind für den Rotton verantwortlich, die zweiten zwei Stellen sind für den Gelbton verantwortlich und die dritten Stellen für den Blauton. Und indem ich den ersten Wert, also FF, auf Maximum setze, es geht also von 00 bis FF, habe ich also einfach gesagt, rot alles, kein Gelb, kein Blau. Das heißt, die Farbe sollte am Ende knallrot ergeben. Klicken wir mal drauf. So, jetzt nochmal schnell den Firefox öffnen. Gucken wir mal, ob das jetzt sofort funktioniert oder ob wir dafür das ändern müssen. www.google.de. Gut, das hat jetzt hier noch nicht funktioniert. Entweder weil ich es nicht abgespeichert habe, machen wir es nochmal. Ich mache es aus. Weil jetzt wird es eigentlich ja nicht nochmal geladen. Es wird ja, das Skript wird bei der Installation geladen und wenn natürlich der Java, wenn der GreaseMonkey gestartet wird. Insofern kann das jetzt sein, dass wenn ich hier selbst mit der Hand reinfusche. Ach ne, ich habe es nicht aktiviert. Das war's. Also klicke ich hier unten auf meinen Aktivieren-Button. Klicke auf OK und mache nochmal einen Reload. So, und jetzt habe ich es knallrot. Sieht natürlich schlimm aus, aber soll ja auch nur demonstrieren, sage ich jetzt mal, dass es grundsätzlich geht. Und somit liegt es natürlich jetzt an uns, die User-Scripts-Org-Seite zu durchkämpfen nach für uns sinnvollen Plugins bzw. Skripten. Ich habe hier nochmal eins rausgesucht. Das ist das Falsche. Das Richtige hat die Nummer 9467. So, der RapidShare Links Checker. Der ist schon 10.000 Mal installiert worden. Das ist also schon eine ganz andere Dimension. Und der Programmierer schreibt hier, dass der Link Checker in der Lage ist, wohl sogenannte RapidShare-Links zu erkennen und dann zu prüfen, ob die Datei, auf die der Link zeigt, wirklich noch vorhanden ist. Oder ob das eventuell ein Uralt-Link ist, wo dann quasi nichts mehr dahinter steht, weil die Dateien bei RapidShare, wenn ich mich da richtig erinnere, die verschwinden nach ungefähr 60 Tagen, wenn sie keiner mehr aufgerufen hat. Dann betrachtet RapidShare diese Datei quasi als abgelaufen und entfernt die dann einfach. Ja, und um zu sehen, ob die Datei überhaupt noch da ist, kann man dieses Skript hier benutzen. Und es soll wohl 300 Links innerhalb von 0,1 bis 0,3 Sekunden abprüfen können. Neben RapidShare werden auch noch andere Links, eben scheinbar File Factory, unterstützt. Und da kriegen wir hier einen kleinen Screenshot, weil ich jetzt auf die Schnelle natürlich nicht irgendwelche RapidShare-Links finde. So sieht so ein RapidShare-Link normalerweise aus, eben einfach nur der Link. Und mit dem Skript wird daraus dann entweder zum einen normal klickbarer Link gemacht. So was Ähnliches macht bei mir zum Beispiel auch Linkification. Und wenn ein Link eben nicht mehr da ist, wir sehen es an dem dritten Link,
dann wird der Link komplett durchgestrichen und dahinter wird so ein kleines X angezeigt. Ja. Das sind die normalen Einstellungen. Man kann es aber auch so einstellen, dass es angezeigt wird wie hier. Das ist eben nicht nur durchgestrichen und nicht nur mit einem roten X hinten, sondern eben, dass es auch noch quasi invers oder schwarz hinterlegt angezeigt wird. Ja, also für diejenigen, für die das interessant sein könnte, die also oftmals, sage ich jetzt mal, bei RapidShare unterwegs sind. Und sollten Sie nicht finden, was Sie suchen, gibt es immer noch das Forum. Da haben wir hier die Möglichkeit zum einen Skriptentwicklung. Das ist ganz interessant für diejenigen, die sich das quasi mal anschauen können oder wollen, wie das funktioniert. Dann wird einfach irgendein Problem beschrieben und man hofft dann, dass andere das Problem lösen. Da kann man eine Menge bei lernen, würde ich jetzt mal sagen. Oder eben hier Ideen und Anfragen. Das heißt, wenn Sie eine bestimmte Anfrage haben, dass Sie sagen, ich hätte gerne ein Skript, das das und das macht, dann kriegt man entweder die Antwort von wegen, das gibt schon längst und man kriegt dann einen Link da drauf, für den Fall der Fälle, dass man es eben vorher noch nicht gesehen hat. Oder eben irgendeiner nimmt sich der Sache an und sagt dann eben, ja, so kompliziert ist es nicht. Drei, vier Zeilen dahin getextet und schon ist das Skript fertig. Das ist also dann nochmal einer der Vorteile dieses GreaseMonkey bzw. der Skripte gegenüber einem normalen Plugin. Weil ein normales Plugin schreibt einem keiner auf die Schnelle. Aber hier drei, vier Zeilen in JavaScript, die sind schnell geschrieben. Mal vorausgesetzt, es ist ein entsprechend einfaches Skript, was da angefragt wird. Ja, auf jeden Fall also sehr interessant. Sollten Sie sich mal anschauen. Und wenn Sie was Interessantes gefunden haben, sage ich jetzt mal, können Sie es ja durchaus in den Comments reinschreiben. Entweder beleuchten wir das dann noch und ansonsten ist es natürlich auch sehr interessant für die anderen Leser. Okay.